Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Vergaser richtig einstellt, also die Grundeinstellung und das feine Abstimmen. Ich habe hier einen Vergaser in der Hand. Ich werde es euch nachher direkt noch am Roller zeigen, hier nur für die Theorie, weil viele Leute fragen mich, wie man den richtig einstellt, weil ich erlebe das ganz oft. Ihr habt Probleme mit dem Roller und das Erste, was ihr macht, ihr dreht an den Schrauben hier. An den beiden, da hat man zwei Schrauben. Ich verstehe nicht, warum ihr das macht, weil die beiden Schrauben können gar nichts dafür, dass euer Roller nicht schlecht läuft, weil die verstellen sich nicht, die bleiben immer gleich. Wenn was sein sollte, dann ausbauen, komplett reinigen und dann bitte um Himmels Willen nicht diese Schrauben anfassen, wenn der Roller davor gut gelaufen ist, weil die sind wirklich, die verstellen sich nicht, also an denen schon mal nichts machen. Dann die grobe Beschreibung. Das ist jetzt als Beispiel nur ein Vergaser, der ist der andere, also ich zeige euch gleich einen anderen. Hier habt ihr erstmal diese große Schraube, die ist jetzt ganz reingedreht, macht ihr in der Grundeinstellung auch. Und zwar bewegt ihr den Schieber, der da drin ist, hier, da. Ihr seht diesen Luftspalt, Moment, so, da, da ganz unten drin. Den stellt ihr mit dieser Schraube ein. Wenn ich die Schraube jetzt rausdrehe, also so, gegen den Uhrzeigersinn rausdrehe, dann seht ihr, dass der Schieber innen drin, oh, Moment mal, so, dass der Schieber innen drin nach unten geht. Das bedeutet, der Vergaser bekommt im Stand dann weniger Luft und die Drehzahl sollte sinken. Je weiter ich ihn rausschraube, desto weiter runter geht er. Und im Gegenzug, wenn ich die Schraube wieder reindrehe, geht er hoch. Aber wenn ihr sie reindreht, immer am Gashahn ziehen, damit der Schieber oben ist und die Schraube nicht da drin verkantet. Also das ist schon mal die Schraube hier. Und die erkennt ihr immer daran, dass sie immer ziemlich mittig unter dem Schieber verläuft. Weil die Schraube hier ist auch zum Einstellen von der Standdrehzahl. Also die beiden Schrauben sind nur für den Stand gedacht, nur für Standgas. Weil viele denken, sie verstellen damit das Benzin-Luftgemisch, aber das ist nicht so. Das Benzin-Luftgemisch verstellt ihr innen drin mit der Düse, weil dann öffnet die Nadel da, die öffnet dann und dann kommt die Düse zum Vorschein und die stellt und die macht dann das wirkliche Benzin-Luftgemisch. Das hier ist nur für den Stand, also da könnt ihr gar nicht viel während der Fahrt machen, sondern nur für den Stand. Und mit der hier reguliert ihr dann im Stand die Benzinzufuhr. Ich zeige euch gleich genau am Roller, wie das funktioniert. Okay, jetzt kommen wir zum Praxisteil von dem Roller. Ich nehme hier den Peugeot JetForce. Der ist perfekt eingestellt. Da werden wir auch nichts dran viel verändern. Ich zeige euch, wie er anspringt. Man muss den Anlasser nur antippen. Er springt schon an. Sitzt auch gut am Gas, deswegen zeige ich euch jetzt mal die Grundeinstellung von dem Modell. Es ist bei jedem ein bisschen anders, man hat immer so feine Nuancen, es ist aber ja, bei jedem Roller ein bisschen anders. Ich zeige es jetzt an dem Beispiel, weil das sollte auch auf viele andere auch zutreffen. Wir sehen uns gleich. Hier haben wir jetzt den Vergaser von einem JetForce. Die Variomatik ist noch offen, spielt aber keine Rolle, weil ich muss da noch einen Drosselring einbauen. Hier geht es erstmal nur um den Vergaser. Hier hat man die zwei Einstellschrauben. Und zwar ist das hier die große Schraube, die ich gerade eben von Hand auf und zu gedreht habe am anderen Vergaser. Hier sind die beiden verkehrt rum drin. Da müsst ihr wirklich immer aufpassen. Aber ihr könnt euch als Indiz nehmen, die Schraube, die unter dem Schieber, also so senkrecht verläuft, die stellt den Schieber auch ein. Hier, das hier ist luftfilterseitig, die ist für Benzin-Luftgemisch. Jetzt können wir mal sehen, Moment, ich schau mal, ob ich das besser näher ranbekomme, wie die Grundeinstellung ist. Moment, das ist ein bisschen blöd mit einer Hand zu filmen, mit einer anderen einzustellen. Okay, so sollte das gut sichtbar sein. Also, ne, bin schon abgerutscht. Boah, ich komme da nicht ran. Ich besorge mal kurz einen anderen Schraubenzieher und zeige es nochmal richtig. So, neuer Versuch, anderer Schraubenzieher. Also, ich drehe einfach mal und ihr zählt die Umdrehungen mit. Ich drehe einfach mal komplett zu. Also, das ist so die erste halbe Umdrehung. Dann nochmal. Und so, das waren, keine Ahnung, fast eine ganze Umdrehung. Jetzt habe ich das ganz reingedreht. Wir versuchen den mal anzulassen und schauen, was passiert. Also die Schraube ist ganz reingedreht, jetzt einfach nur mal zu versuchen, was passiert, ob er anspringt bei so einer falschen Einstellung. Mal schauen. Ich gebe mal ein bisschen Gas.
Okay, und wie wir sehen können, ich habe die Schraube ganz reingedreht. Also ich habe den Vergaser gerade komplett verstellt. Er springt trotzdem an und läuft wunderbar. Das ist schon mal, ich glaube, ein gutes Zeichen dafür, dass es bedeutet, wenn ihr Probleme habt mit dem Einstellen, dann liegt es in der Regel nicht am Vergaser, sondern an irgendeinem anderen Bauteil. Weil der Vergaser ist, sollen wir sagen, sehr, sehr großzügig im Fehler. Und ihr seht ja selber, komplett zugedreht, er läuft trotzdem. Jetzt zeige ich euch noch die andere Schraube, was da passiert. Also für die Leute, die es brauchen, jetzt ist er komplett reingeschraubt. Dann drehen wir ihn erstmal, Moment, einmal komplett so eine halbe Umdrehung raus. Und dann nochmal so, dass er waagerecht steht. So war er vorher eingestellt. Das war unsere perfekte Einstellung. Und dann drehen wir jetzt mal die andere Schraube rein. Die drehen wir einfach mal komplett rein. Weil da wird sich jetzt einiges verändern. Ich zähle die Umdrehungen gar nicht mit, weil ich stelle die nachher sowieso nach Gefühl wieder ein. Wenn man an der gedreht hat, auch ruhig mal an Gashahn gehen, den drehen, weil die kann sein, dass die manchmal den Gashahn blockiert. Und dann schauen, ob noch ein bisschen was geht. So, ne, die ist jetzt ganz. Wir lassen den jetzt nochmal an und schauen, was passiert. Alles klar, die Schraube ist ganz reingedreht und jetzt achtet mal drauf, wenn ich ihn anlasse, was passiert. Ja, gar nichts. Achso, Zündung anmachen. Passiert auch absolut gar nichts. Normalerweise sollte jetzt die Drehzahl steigen, wird es aber erst, wenn der Vergaser warm wird, weil ich habe ihn nicht warm laufen lassen, weil der Choke ist jetzt noch komplett offen. Das bedeutet, er bekommt noch ziemlich viel Benzin. Deswegen lassen wir ihn kurz warm laufen und sehen uns gleich wieder. Okay, das war schon mal ein gutes Beispiel. Vergaser nur einstellen im warmen Motor, also wenn er warm gelaufen ist, im warmen Zustand. Das bedeutet, oft hat man die Möglichkeit nicht. Ich hatte die Möglichkeit jetzt. Ich habe ihn jetzt auch warm laufen lassen. Jetzt zeige ich euch nochmal. Ich hatte die Schraube ganz drin. Die ist jetzt ganz drin. Und schaut mal, wie schnell er jetzt dreht. Jetzt bleibt mal richtig. Die Drehungen sind hoch. Jetzt passt auf, ich drehe die Schraube raus und hört euch an, was passiert mit dem Motor. Je weiter ich sie rausschraube, desto langsamer oder geringer wird die Drehzahl. Bis er komplett ausgeht. Und so funktioniert das Teil. Damit könnt ihr also dieser Standgas im Stand einstellen. Ich schraube die jetzt ein und mache sie nach Gefühl, also nach Gehör. Das ist so ein Popometer, sage ich mal. Man setzt sich darauf, wie man sich wohlfühlt. Die einen wollen ein bisschen höhere Drehzahl im Stand, die anderen wollen es eher ruhiger haben. Ich stelle jetzt so ein, wie ich es gerne habe. Zeige ich euch auch gleich. Ich habe es jetzt wieder einen Ticken reingeschraubt. Er müsste jetzt anspringen. Und dann kann ich sie nach Gefühl wieder hochdrehen. Ihr merkt das ganz langsam. Also man muss ihn richtig am Leben erhalten. So gefällt es mir, so lasse ich es jetzt erstmal. Aber jetzt wisst ihr ungefähr die Grundeinstellungen und wie man den Vergaser einstellt. Okay, jetzt habt ihr ganz schön viel gesehen. Es ist eigentlich sehr simpel. Und wie gesagt, weil viele sagen, der Roller funktioniert nicht richtig, man muss nur den Vergaser einstellen. In der Regel liegt es nicht am Vergaser. In der Regel ist irgendetwas anderes das hinüber oder kaputt. Und bitte schraubt nicht oder dreht nicht einfach nur an den Schräubchen, sondern sucht den Fehler, repariert den Fehler, weil der Vergaser ist wirklich großzügig, der erlaubt oder verzeiht einem ziemlich viele Fehleinstellungen. Ich zeige euch nochmal im Detail, weil viele sagen immer, der Vergaser ist zu fett eingestellt oder zu mager eingestellt. Damit meint man eigentlich das Benzin-Luft-Gemisch, was in den Motor reingeht. Das stellt man eigentlich hier hauptsächlich mit dieser Hauptdüse ein. Das ist die hier. Da steht auch ein Wert drauf. Hier ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr seht, da steht 55, 65 steht da drauf. Dann besorgt man sich hier so ein Düsenset. Und da sind dann verschiedene Düsen drin. Moment hier. Und die haben alle verschiedene Werte drauf. Und da kann man entweder höher bedüsen oder niedriger bedüsen. Das macht man aber erst, wenn man irgendwas verändert hat. Wenn man einen anderen Luftfilter hat, wenn man einen anderen Auspuff hat.
irgendetwas, wenn man versucht schon tuningmäßig unterwegs zu sein oder halt noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Aber dafür muss man auch andere Bauteile verändern. Wenn ihr alles original habt, lasst alles original. Denkt nicht, oh, ich verändere die Düse oder ich verändere irgendwas und es wird besser. In der Regel wird es einfach schlechter. Okay, das war's erstmal. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das ein bisschen mitnehmen und verstehen, was ich euch rüberbringen wollte. Wenn ihr noch Ideen, Fragen, Anregungen habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben, entweder hier in den Kommentaren oder einfach auf Insta. Bis dahin, viel Spaß!